Ein Edelmann stellt sich vor. Der Genesis GV70 entlockt seinem 2,2 Liter großen Turbodiesel 210 PS. In der Sportvariante startet der Preis bei 49.090 Euro. Das mattgrüne Mittelklasse-SUV setzt auf edle Optik. Der Kühlergrill ist dem Logo nachempfunden. Flache Heckleuchten im Zwei-Linien-Design und ein prägnanter Schriftzug setzen das coupéhafte Heck in Szene. Die Front zieren zweigeteilte LED-Scheinwerfer. Genauso edel wie außen geht es innen weiter. Diese 440 Newtonmeter, die der GV70 zu bieten hat, die liegen erst bei 2750 Umdrehungen an. Deswegen zieht er und dröhnt er erstmal, bis dann die Power einsetzt und dann wird geschaltet. Der edle Hyundai möchte nicht nur Komfort bieten, sondern auch Dynamik. Gesagt, getan. Ab geht's in den Sportmodus. Und ja, die Lenkung verhärtet früher und ein bisschen mehr. Auch da in der Kurve drückt das Fahrwerk so ein bisschen mehr dagegen, stemmt sich dagegen. Aber dass man jetzt sagt, das ist ein echter Sportmodus, das kann ich jetzt nicht behaupten. Sportlich ambitioniert ist der Verbrauch. 8,2 Liter benötigt der Koreaner im Schnitt. Doch weniger ist möglich, denn der Genesis GV70 tut wirklich alles dafür, den Verbrauch zu senken. Wenn ich jetzt vom Gas gehe, dauert einen kleinen Moment, zack, geht er in den Segelmodus. Das bedeutet, er geht in den Leerlauf. Und das spart natürlich wieder Dieselkraftstoff. Tja, und wenn man dazu noch den Eco-Modus einschaltet und das beides häufig nutzt, dann kann man auf einen Verbrauch von nur 6 Litern kommen. Ist natürlich super für so einen großen Diesel-SUV. Und in dem sieht so aus. Innenraum par elegance. Im Interieur präsentiert sich ein beheizbares Sportlenkrad, ein mit Glas verziertes Schaltmodul, umgeben von Aludekor, sowie Ledersitze mit Massagefunktion. Genesis möchte die Edelmarke von Hyundai sein und ich muss sagen, das ist vortrefflich gelungen. Du setzt dich hier rein und fühlst dich wirklich in einem Premiumwagen gut aufgehoben. Das fängt direkt mal mit dem Sitz an, der fasst mich richtig gut und satt ein. Dann fasse ich das Lenkrad an, das ist dick umwulstet, dick ummantelt, sieht super aus. Sehr schick ist, dass hier die Lenkradtasten beleuchtet sind und dann geht der Blick nach vorne auf die Instrumente. Das ist ein guter Kontrast, könnte ein bisschen lichtstärker sein, ein bisschen schärfer sein. Ganz schick ist, dass es auf mehreren Ebenen sich abspielt. Ist vielleicht aber auch leicht ablenkend für den einen oder anderen. Ansonsten haben wir hier einen sehr, sehr großen Screen oben sitzen. Sehr, sehr schön, der thront oben auf. Alles andere ist, naja, sehr elegant gehalten. Eine große Ellipsenform fasst hier alles ein. Hier haben wir ein Touch-Display. Da gibt es ein akustisches und ein haptisches Feedback. Das klappt in dem Fall sehr gut. Hier haben wir eine dicke, mächtige Mittelkonsole. Auch das sieht richtig fein aus. Hier der Fahrstufendrehschalter, hier ein großer Drehdrücksteller. Das reagiert hier oben auch fein und schnell. Das ist alles sehr wertig und, naja, futuristisch irgendwie ausgeführt und trotzdem klassisch. Hier können wir diese Klappe öffnen und dann haben wir da noch ein paar Anschlussmöglichkeiten für Handy und Co. Induktive Ladeschale, zwei Cupholder, nichts Besonderes. Hier noch die Mittelarmlehne, lässt sich öffnen, ein großes Fach darunter, lässt sich nicht in der Neigung verstellen. Für mich persönlich passt das sehr gut. Ich habe genug Kopffreiheit, ich habe genug Ellenbogenfreiheit und habe ich schon gesagt, dass sich das alles sehr gut anfühlt und sehr wertig aussieht. Ist es wirklich. Toller Innenraum. So. Hier setze ich mich gerne hin. Warum? Es hängt an so kleinen Details wie diesem Haken. Das war nur ein Haken, aber der ist aus massivem Metall. Das macht schon fast Spaß, den anzufassen. Richtig schön. Da setze ich auch hier fort, schön Metall verbaut. Hier so ein toller, schicker Besatz. Setze ich designmäßig von vorne nach hinten fort. So, hier haben wir, ja nicht so gut, einen ziemlich dicken Kardantunnel. Unpraktisch, wenn hier jemand sitzt oder für die Füße. Ich selbst habe aber genug Kopffreiheit, das ist hier zu nennen positiv. Auch die Breite hier, da fühle ich mich nicht beengt. Knie, Füße, ganz wunderbar. Ja, hier können große sitzen, hier kann ich mich hinlümmeln, großartig. Hier gibt es noch so eine tolle thronende Klimainsel. Ich habe meine eigene Klimazone, hier auch mit den Sitzheizungsknöpfes. Wunderbar. Und ansonsten kann man nicht viel erzählen, außer dass es sehr wertig aussieht. Doch, eins gibt es noch, das ist schön. Und zwar, wenn man hier sitzt und hat zu wenig Platz, drückt man das eine Knöpfchen für die Neigung und das andere, dann geht der Sitz nach vorne. So.
der Kofferraum des Genesis GV70. Na, wo ist er denn? Wo ist er denn, der Drücker? Hm, hier oben hat sich's versteckt. Zack, kennen wir auch von vor allem einem anderen Hersteller. So, hier geht die Kamera mit der Klappe nach oben und ich muss sagen, für so ein großes Auto geht die Klappe nicht so richtig weit nach oben. Hier sieht es besser aus, nämlich beim Kofferraumvolumen. 542 Liter sind es. Hier haben wir noch einen kleinen doppelten Ladeboden. Ganz praktisch hier, das Heckrollo lässt sich da noch unterbringen. Daran wurde gedacht. Und hier an der Seite kann man das noch rausnehmen. Hat man noch ein bisschen mehr Platz, wenn nicht gerade das Heckrollo da drin ruht. Die Ladekantenhöhe ist SUV-typisch. Eher nicht so praktisch. 74,5 cm bedeuten keinen allzu negativen Ausreißer. Das ist SUV typisch und praktisch. Ja. Wir können das Ladevolumen erweitern. Schön ist, dass wir das hier einfach so per Fernentriegelung flachlegen können. Und dann sind es knapp 1700 Liter Kofferraumvolumen. Ganz eben ist es nicht, aber annähernd. Und mit diesem Kofferraumvolumen lässt sich schon so einiges anstellen. Eben ist die Teststrecke. Das koreanische Schwergewicht stellt sich dem 0-100-Sprint. Dafür gehe ich in den Sportmodus und wir drücken einmal ESP und drücken dann noch lang. Dann sind Traktionskontrolle und ESP ausgeschaltet. Dann können wir loslegen. Ich bremse uns fest und löse damit die Launch Control aus. Los geht die Reise. Ja, der drückt erstmal gut und jetzt kommt das Getriebe richtig zum Zuge, bringt uns Schwungstufe um Schwungstufe nach vorne und wir haben bereits 100 km/h erreicht. In respektablen 8,3 Sekunden beschleunigt der GV70 von 0 auf 100. Beim Thema Bremsen verlässt sich der Genesis auf 19 Zoll große 235er Michelin Pilot Sport 4 SUV. Bremsen aus 100 km/h, ich latsch voll drauf und was passiert? Das Auto verzögert, so soll es sein. Das Lenkrad verreißt nicht groß. Eine sichere, schnelle, gute Bremsung. Nach 35,2 Metern kommt der Edelbrocken sicher zum Stehen. Auch andere Hersteller haben ja sogenannte Edelmarken, zum Beispiel Nissan mit Infiniti oder Toyota mit Lexus. Jetzt kommt hier Hyundai mit Genesis um die Ecke. Habt ihr darauf gewartet? Braucht ihr das? Findet ihr das gut? Schreibt es doch mal gerne bitte in die Kommentare.